Und da sind wir auch schon wieder bei Factorio. Willkommen zurück auf dem Planeten. Ich musste kurz wieder mal einen Schluck trinken. So, Automobilität wird erforscht, damit wir endlich unsere Steinproduktion erweitern können. Damit es ja mal ein bisschen vorangeht. Aber mehr können wir. Man kann nur schon einen Speedrun machen, aber ich will das ja ein bisschen zelebrieren hier. Was ist das eigentlich? Holzbohlen. Ja, das braucht man nicht. Ach, siehst du, genau. Wir wollen mehr Strom. Wir brauchen mehr Strom. Jetzt wacken wir uns hier mal eine Tonne Eisen ab. Eisen kommt ja jetzt fast genug ran. Was ich gerne hätte, sind diese, wie heißen sie? Diese Elektroöfen. Lichtstrahlofen. Öfen. Lichtstrahlöfen. Und zwar bräuchte ich dann keine Kohle mehr. Und ich würde mal sagen, das brennt auch ziemlich schnell, das Zeug. Also schneller. Ja, wie machen wir das dann? Machen wir das hier hin? Setzen Sie dann da dran? Mal warten, bis es fertig ist. Hey, es dauert. Gut, dann brauchen wir uns noch ein paar Reparaturkits. Die jetzt auch hinten dran geschoben werden. Was ist das eigentlich? Alien-Artefakt. Wir machen uns mal neben unserem Radar eine Kiste, wo ich das ganze Zeug rein werfe, was ich denke, was selten oder wertvoll ist. Natürlich keine Kiste mehr, supi. Stahlkiste, ja, komm hier, Stahlkiste. Da rein, die Alien-Seuche. Die können wir eigentlich wegwerfen, oh, naja gut. Puh. Besser als im Inventar ist. Puh, brauchen wir ohne. Da rein, das halt Anzug. Wir haben auch natürlich tonnenweise noch von den, ne? Was, wollte ich noch was reinmachen? Das kann man noch reinmachen. Ja, das war's. Wenn es dunkel wird, werden wir uns ein bisschen um Licht kümmern, aber läuft ja im Moment. Das war hier natürlich alles zu und hier offen dann. Das geht jetzt nicht anders im Moment. Ja, komm, ja. So. Wie baue ich die Teile? Ich hätte ja gerne hier oben. Wer hat das hier drüben gemacht? Ich habe die da. Die müssen quasi von hier aus befeuert werden. Also werden wir von da unten. Nee, das brauche ich nicht. Von unten mal ein Rohr hochlegen. Ein Rohr verlegen. Noch mehr Rohre. Genau. Noch mehr. Ja gut, wir können das ja dann runterlegen. Das ist erstmal Wurst. Wenn ich die jetzt hier dran mache, das dann da runterziehe. Wie hab ich denn das gemacht? Bin ich doof? Ja, so, das ist doch eigentlich. Ja, ich kann die so dran machen, aber das ist ja Blödsinn. So, wir machen jetzt mal hier so eine Reihe. Das durfte reichen. Und dahinter müsste eigentlich immer noch so ein Kraftwerk. Jetzt muss ich da mehr Abstand lassen. Nee, Quatsch, was baue ich denn? Nein, nein. Das kann auch weg, die ganzen Rohre sind falsch. Das kommt davon, wenn man lange kein Factorio spielt, dann kommt man einfach raus, so. Genau, jetzt will ich es wieder. Mein Mann, Mann, Mann. Mensch, Meier, was ist los mit dir? So. Verleg mal wieder mal ein Rohr.
alles vernünftig. Oh. Zack, 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 zack. Dann tun wir uns gleich mal die Fließbänder runter. Greifarme haben wir ja noch. Rohre. Ist alle verbunden. Da werden wir jetzt einen Splitter einbauen. Für den wir Kupfer brauchen. Und wir können endlich unser Fahrzeug bauen. Super, dann machen wir gleich mit Schienen weiter. So, was wollte ich jetzt? Ach, Kupfer, genau. Sind wir doch gleich hier an der Quelle. Nehmen wir gleich mit. Und den Teiler. Mhm. Den bauen wir jetzt gleich hier hin. Wo ist noch der Gute? Ach, wir hatten sogar noch einen. Na, egal. Nicht so schlimm. Kommt der nicht weg hier. So. Brauchen wir schnell mal die Teile. Wo sind die echt? Ach, tauscht das gleich automatisch aus, oder was? Mann, das ist ja auch dämlich. Wie ich das hier setze? Ja. Gut. Geht's hier lang? Nee. Da, da. Und hier runter. Bis zu dem Kollegen. Und... Genau, wir haben keinen Strom. Witzig. Und es läuft sauber. Da ist alles grün. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir natürlich noch mehr Umweltverschmutzung. Wenn wir sicherheitshalber Klammer in Geschütz hier aufstellen. 2. Ah, 3, was soll's. Das hat ein Reparaturset gebaut, ne? Ja. Das wird sich schon komplett auffressen, das Ding. Ja, fast. Super. Gleich mal befüllen hier. Mit Munition. Und da haben wir das erstmal safe hier unten. So, und jetzt werden wir beginnen, uns ein Auto zu bauen. Wir brauchen für das Auto 8 Verbrennungsmotoren, 20 Eisenplatten und 5 Stahlträger. 20 Motorenteile. 20? Habe ich richtig gelesen? Ne, 8. 8. Und jetzt 2 behalten hier. So. Oh, komm, bauen. Zack. Auto fertig. Das ging schnell. Wir werden uns auf alle Fälle noch Kupfer mitnehmen, falls wir was finden, dass man dann... hier. Ja, es ist ja schlimm, die produzieren ja auch. Die haben wir alle noch voll, machen wir noch ein bisschen was rein und dann läuft das wieder. Korrekt. Achso, ich wollte mehr Kupfer mitnehmen. Falls wir unterwegs was verkabeln müssen für diese... für die Spinne. So. Ah, jetzt haben wir kein Benzin. Das Ding läuft auch mit Kohle, wie ich das in Erinnerung habe. Was ist hier los? Ach, das Ding ist voll, hä? Sehr eigenartig. Es kommt davon, wenn man eher dieselbe Schiene benutzt, dann kommt sowas bei raus. Was wollte ich jetzt machen? Kohle. Wir brauchen Kohle. Für unser Auto. Wow, mobil. Jupp, fertig. Unser Fahrzeug fährt mit Kohle. Umweltfreundlich wie wir sind. Genau. MG kann man auch draufschrauben, Hammer und Rennen. Das ist auch fertig geforscht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einfach mal vor. Das können wir noch nicht, weil wir dieses Blaue brauchen. Blaues haben wir noch nicht. Das brauche ich eigentlich gar nicht forschen, aber. Kenne ich mich nicht aus. Die Maus noch ein bisschen. So, dann fahren wir mal los. Bäh. Suche nach einer Werkstatt. Nee, auf der Suche nach Stein.
Ich hoffe, wir fahren jetzt in den Tod. Das wäre doof, ich will nämlich nicht alles zurück. Ja, komm, Leute. Ich muss hier weg. Oh Gott. So viel zum Thema, wir fahren nicht in den Tod. Na toll. Oh mein Gott. Ich muss die Waffe wechseln. Und Feuer. Ja, hat ja wunderbar geklappt, ne? Oh no. Ich dachte, das ist ein bisschen effektiver, das Gewehr da oben drauf. Scheiße. Jetzt müssen wir alles zurücklaufen. Das war auch mal ein Fälsch. Das haben wir so lange gebraucht, um uns ein Auto zu bauen. Jetzt hat man endlich unser Auto und fahren 3 Meter und explodieren. Ist das geil. Ist das geil. Darauf muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Es ist unglaublich. Unglaublich. Das musste ja passieren. Das musste passieren. Hey, let's go. Das war typischer Matze wieder. Bauen wir mal ein Auto, ne? Auf ein neues. So können wir auch natürlich die ganze Munition, die sich angehäuft hat, verballern. Indem wir einfach unser Fahrzeug beladen und es irgendwo in die Luft jagen lassen. Jetzt haben wir natürlich auch keinen Sprit. Ah, ich bin ein Rind. Sprit, 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 Sprit. Sprit sparen, fahren. Wo ist die Karre denn? Da unten. Ja, sieht ja auch sehr schön aus, so ein Auto, ne? Herrlich. So, Munition rein und... Sieht schon cool aus, ne? Mit so einem Geschütz oben drauf. Okay, wir versuchen normal da lang zu fahren, aber diesmal... Ah Gott, das fängt ja genauso beschissen an wie gerade eben. Go Baby! Diesmal machen wir es hoffentlich... Ich weiß nicht, kann man da durchfahren einfach und dann greifen die ihn vielleicht nicht an? Huiuiui, ist das ganz schön schnell, die kleinen Biester. Wow, 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 wow. Ja, kommt mal alle mit. Ist ja Stein, das ist Eisen. Brauchen wir nicht. Oh Gott, die reinfahren dort. Ja. Ist der geile Scheiß. Das ist witzig. Ich hoffe, uns geht der Sprit nicht aus. Sonst sind wir ja echt gefickt. Ja, kommt mal mit. Wo sind eigentlich meine Geschütze? Ich hatte da irgendwo Geschütze mal gehabt. Kommen die mir jetzt eigentlich unendlich hinterher, bis ich die tot mache? Wo sind meine Geschütze? Ich hatte ja doch mal Geschütze. Nein, 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 fahr, fahr, fahr. Hier sind sie. Feuer, Lungs. Jawohl. Wow. Scheiß die Wand an, ist das übel. Das ist witzig. Das ist echt witzig. Moment. Müssen wir kurz anhalten. Unser Sprit. Ah ja, gut, wir können weit fahren. Wir müssen auf alle Fälle Steine finden. Komm, was wollt ihr? Ist mir egal, was die unten machen. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Aber hier durch den Wald. Oh, shit. Das ist ein Spuckding wieder. Ein einzelnes mitten im Wald. Oh, geil. Vielleicht sollte man nicht so viel aufdecken. Aber wir brauchen Steine. Oh nein, geht weg. Oh nein. Nein. Was ist denn hier los? Wie viele das sind? Das ist ja abartig. Jo. Oh, der trifft mich in. Ach du Scheiße. Oh, jetzt keine Bäume haben. Nein. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, was sind das für Riesennester hier oben? Da müssen wir schnell angucken vorne. Ach du Scheiße. Fuck. Jetzt sind sie nicht mehr her, aber. Oh Scheiße, sieht ihr den dicken Schwarm hinter mir her? Oh, Feuer frei, Jungs. Ich feuer mit. Tötet die Horde. Oh Gott, ich kann mich echt umlegen, ne? Oh Gott, hier kommen ja noch mehr. Oh Gott, mich jetzt draußen, was ist denn los? Ich bin gegen Stein gefahren. Ah, fuck it. Ja. Das war mal unser Auto. Und wie man so sieht hier oben, ne? Ich hoffe nicht, dass die jetzt alle zu uns runter wollen. Ah ja. Nur da haben wir schon mal ganz viel Kakerlaken ausgemerzt. Puh.
Puh, alte Scheiße. Vielen Dank fürs Zusehen und das machen wir nächste Runde gleich nochmal. Tschüss hier.